Ich muss mich kurz arbeiten. Ah, ich habe ja gerade den die Jungs da mitgepackt, mitgenommen, ne? Ja. Ja, doch, doch. Muss ich aber echt nochmal. Ah, nee, ich bin ja quer über die Insel gerannt und dann hat auch so ein Drache gegen so ein Riese gekämpft und dann ist der Drache weggeflogen, ich hab den Riese geklatscht. Das war, wo wir waren. Ich bin da einfach echt einfach mal drauf losgerannt. Ja, Requirierungsoffizier. Jetzt machen wir einfach mal drauf los. Ich habe echt eine lange Zeit jetzt nicht mehr gezockt, leider, weil ich auch so ein bisschen wieder auf den Skyrim-Zug aufgesprungen bin. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Oh, ich habe ganz vergessen, dass es so leise ist, Alter. Setzt mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Boah, ich höre gar nichts, ne? Ich höre wirklich gar nichts. Fuck. Kann man eigentlich nochmal mit dem Einfluss machen? Das hier könnte euch interessieren, Sir. Setzt mich ins Bild. Sieht selbst, Sir. Elfenwurzen, Spinnensekret. Was haben wir noch zu tun? Wächter der Küste, Hinweise auf die Wächter. Da ist ein Astrarium. Ich habe auch nichts mehr von der Steuerung so richtig drin, glaube ich. Ah doch, okay. Das war der Knack, Knack und Back. Mit B ziehe ich jemand her. Was war mit Y? Ah, Rolle. Rolle? War neu. Habe ich so das Gefühl. Sorry, ich bin hab echt schon eine Weile nicht mehr gezockt und deswegen muss ich mich, glaube ich, wieder ein bisschen rein orientieren. Hier in muss die Richtung. irgendetwas sein. Kann ja auch sagen, was? Eine Elfenwurzel. Ah, hallo. Hä? Oh. Hier. Hallo? Oh, der Damage ist aber ganz gut. Ah, okay, stimmt, ich hatte noch einen Block. Aber oh, der hält ganz gut was aus, der Bär hier, ey. Habe ich nicht das Schwert gecraftet selber? Das wäre zum allerersten Mal, dass ich in einem Spiel tatsächlich was craften würde, was mir tatsächlich was bringt. Eine Silberhalskette. Mein Inventar ist voll. Na klasse. Ja, hier liegt Zeug, das sehe ich. Jetzt aber. Tagebuch eines Grauen Wächters ist nicht hier. Wir haben gründlich gesucht und werden nun weiterziehen. Wie viele Tage habe ich hier mit diesem unsinnigen Auftrag vergeudet, mit diesem ständigen Flüstern im Hinterkopf? Hoffentlich haben wir weiter im Süden mehr Glück. Nach einer Besprechung mit den anderen Wächtern habe ich den Fischern von der dunklen Brut berichtet, die wir unter der Erde spüren. Sie werden sicher nicht schon heute oder morgen hervorbrechen, aber lange wird es nicht mehr dauern, fürchte ich. Und wir werden nicht da sein. Die Fischer waren darob recht betrübt, beschlossen dann aber nach Westhügel zu ziehen, wo es im Moment noch sicher ist. Den Fischer, der sich uns anschließen wollte, habe ich davon überzeugt, dass dafür jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Andere mögen ihm. Das hört sich echt an, als ob es eine Alarmanlage wäre, ne? Dieser Vogel da im Hintergrund. Ich weiß, ich soll nicht reinpusten, vier pfeifen, aber es ist halt so. Dafür jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, andere mögen ihm Gegenteiliges gesagt haben, aber er ist zu jung für ein derartiges Opfer. Nur weil er nicht sein ganzes lange.
Leben lang Netze im Wasser auswerfen will. Wir haben einen letzten Abend gemeinsam am Lagerfeuer verbracht und als er ging, lächelte er und summte das Lied von Anduril. Anduril? Anduril? Die Lichter sind hier durchgekommen. Dieses Lager wurde vor einiger Zeit aufgegeben. Er hat von Anduril gesungen. Ach, der ist ja schön pink, ne? Müssen wir wieder was verkaufen. Gib mir das. Ah, ich habe ja noch ein Pferd, aber nö. Finde es auch so ganz nett hier. Da braucht man kein Pferd. Kein Pferd. Die Elfenwurzeln sind sehr wichtig. Was habe ich für ein GM gespielt, wo ich RB drücke, echt ausreflex. Ah, ich war ja auch noch krank, stimmt, das kommt ja auch noch hinzu. Ich habe da zwar das letzte Mal noch gezockt nach meiner OP am Zahn, aber habe ich eine Entzündung bekommen am Hals und oh, das war alles ganz unangenehm. Konnte ich nicht mehr reden. Und ja, das erklärt die längere Abwesenheit. Ich hoffe, dass es da laggt. Ich hoffe, bei mir laggt nichts. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir auf dem Tablet jetzt so ist oder ob das jetzt wirklich laggt. Sieht gut aus auf dem Tablet, aber es laggt ein bisschen. Vielleicht muss ich, wenn ich so das Stream ein bisschen Delay reinmachen, eventuell. Vielleicht hilft das. Entdeckt, langer Fluss. Ich laufe gerade ein bisschen wirr durch die Gegend, habe ich das Gefühl. Wie habe ich das denn geschafft? Okay, wir drehen mal um und laufen den Fluss entlang, flussabwärts. Ah, da unten sind auf jeden Fall mal welche. Ob Freund oder Feind, das kann ich nicht sagen. Aber was sind das? Das ist ein Hund und Bär. Ah, die haben sich nicht lieb. Dann lassen wir die erstmal. Dieser Alarmanlagenvogel, ne? Ich kriege gleich einen Vogel. Nein, 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 nein. Guck mal, die ist schon ganz nervös mit den Füßen da zappelt. Hey, kommt nicht zu mir. Du kommst zu mir, so rum, ja. Habe ich schon gerade gewonnen, Hittet. Der Bär hat richtig aufgeräumt, ne? Sieht auf dem Tablet super aus, aber dann bei YouTube bin ich nicht so sicher. Was ist das? Ist das ein Hippo? Ein Hippo? Entschuldigung. Sind Sie ein Hippo? Ein Happy Hippo? Irgendwie mache ich selber gerade diesen Pop-Pop-Sound, den man nicht machen soll. Pop. 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 Egal. Übrigens habe ich jetzt vor kurzem beim Windows 10 bei mir im Büro gibt es immer diese, oder nicht nur bei meinem Büro, im Allgemeinen gibt es immer wechselnde Lockscreens oder Bildschirmhintergründe und da habe ich jetzt auch solche Felsformationen hier gesehen. Ja, ja. Hüpf. Sie ist auf jeden Fall sehr begabt.
warum ich jetzt eigentlich wieder Dragon Age spiele, weil ich mir ein Skyrim kaputt gemoddet habe. Ja, das passiert mir immer, wenn ich Skyrim spiele, dann denke ich mir so, ah, so ein, zwei Mods, ne, so ein paar Immersive Mods, und dann denke ich mir, oh, das wäre noch ganz geil, und das wäre noch ganz geil, dann habe ich mir Cloaks of Skyrim mit irgendwie einem Warmongers Armory Set oder sowas, und dann plötzlich hatten die keine Rüstung mehr an. Und es war dann irgendwie irreparabel, und dann hatte ich wieder keinen Bock mehr, mich darum zu kümmern, das wieder neu zu installieren. Das ist Musik, die im Spiel kommt. Das könnte ja auch von draußen sein. Wir haben das Gebiet abgesucht, aber nichts gefunden. Wenn er hier war, dann schon vor längerer Zeit. Die Fischer hier sind sehr freundlich. Sie erinnern sich noch daran, wie die grauen Wächter während der letzten Verderbnis für Ferelden gekämpft haben. Und obwohl sie nur wenig hatten, haben sie ihren Fang mit uns geteilt und uns das beste Mahl der letzten Wochen zubereitet. Als sie sahen, dass ich die anderen Wächter befehlige, haben sie mir sogar gehorcht. Und es gibt selbst in Ferelden nur wenige, die beim Anblick eines Elfen, der Menschen kommandiert, nicht stutzen. Wirklich freundliche Leute. Ich hoffe, sie finden nach allem, was das Land in den letzten Jahren durchmachen musste, ein wenig Frieden. Sieht aus, als wären mehrere Wächter gemeinsam unterwegs. Amulett der Konstitution. Ich muss mal ein bisschen was aus meinem Inventar loswerden. Hab ich da irgendwie... Helm der Wächter. Hä? Ach, die kann der nicht anziehen. Er. Warum nicht? Ja, wer ist denn das? Das ist doch hier... Er ist doch selber Wächter. Warum kann er den Helm der Wächter nicht anziehen? 18 maximale HP. Aber dafür geht die Verteidigung hoch um einiges. Ich glaube, er kriegt den... Ich glaube, die kann weg. Ja auch. Komm. Ja, auch nicht allen Scheiß mitnehmen. Okay, der Scheiß kann, glaube ich, alles weg. Den hätte ich natürlich auch verkaufen können, aber... Funkelnder Stab habe ich auch zwei. Verstärktes Schild. Ach, was soll der Scheiß? Weg mit dem. Verstärkter Dolch brauche ich bestimmt auch nicht. Und gucken wir mal kurz, ob sie für sie irgendwie einen Bogen sich lohnt. Nee. Nein. So. Ach, auch Quark. Auch Quark. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Hüps. Ich dachte gerade, was rennt da oben rum? Dann war es nur hier Blacky, wie er genannt wird. Von euch. Elfenwurzel. Mit Abstand das wichtigste Kraut in der Welt von Dragon Age. Gürtel der Nahkampfverteidigung ist sehr wichtig. Oh, irgendwas fiepst hier, ne? Ah, da gibt's noch eine Truhe. Halt erstmal die auf. Ein Eicheltalisman.
Er hat Eichel gesagt. Immer noch keine Spur von ihm. Obwohl ich die dunkle Brut im Boden unter uns schon spüren kann, wartet er vielleicht in ihren Nähen, bereitet sich auf einen ehrenvollen Tod vor. Ich bezweifle es zwar, aber es ist sicher, er ist es bisher unsere einzige Spur. Angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, scheint mir unser Vorhaben langsam ein sinnloses Unterfangen zu sein. Wir haben gesehen, wie Banditen die Fischer bedrängt haben und sind eingeschritten. Die Fischer haben es uns gedankt, obgleich ich befürchte, dass die Banditen in größerer Zahl zurückkehren werden und wir werden nicht immer zur Stelle sein, um zu helfen. Zumindest sind die Leute sicher, solange wir hier sind. Die Träume bekommen weiterhin jede Nacht. Wir können kaum noch schlafen, aber wir müssen standhaft bleiben. Hoffentlich haben die anderen bis zu unserer Rückkehr eine Lösung gefunden. Bis dahin singe ich für mich selbst das Lied von Andruel, um einen möglichst klaren Kopf zu behalten. Hat sie erkannt. Muss man ihr lassen. Das kann auch hat nicht jeder. Ja. Das hat auch nicht jeder wissen können. Hä, da ist noch was. Das hier. Nö. Aha, das hier. Grauschnaps-Ritualwein Konskriptionsbier. Diese Spirituosen stellen einen aus Zweckmäßigkeit entstandenen Brauch oder eine Legende dar, der vielleicht von einer Handvoll Trupps der Grauen Wächter gepflegt wird, um während ihren Reisen Platz für jene Waren zu sparen, die sie im Sinne ihrer Sache beschlagnahmen, schütten die Wächter halbvolle Flaschen zusammen. Und da diese niemals vollständig geleert oder wie ein Kessel gereinigt werden, nimmt jede von ihnen letztlich einen Grundgeschmack an, der so einzigartig ist wie der Wächter, der sie bei sich dreht. Wen kümmert's? Nichts brennt so sehr wie das erste Glas. Das alles mag die Wahrheit sein oder eine Spekulation. Es scheint jedenfalls, als würde die Flasche weiter herumkommen, als es der namensgebende Wächter je könnte. So, ich glaube, wir gehen mal hier mal hin. Oh. Weiß nicht, ob ihr das hört. Die grauen Wächter. Was ist mit ihnen? Die Wächter betrachten sich selbst als Bollwerk gegen die Verderbnis, oder? Ja, aber warum fragt ihr das? Ist das nicht allgemein bekannt? Wenn sich ein Erzdämon erhebt, töten sie ihn. Die Frage ist, was machen sie, wenn sie alle Erzdämonen erschlagen haben? Sich zur Ruhe setzen? Ohne Erzdämonen keine Verderbnis. Ist das die Idee dahinter? Ja, worauf wollt ihr hinaus? Auf nichts? Ich hoffe nur, sie haben recht. Cool, wie sie hier runterrutscht. Komm, rutsch nochmal. Macht's. Wo ist denn meine Party? Ah, da. Irgendjemand fehlt. Sarah fehlt. Sarah? Ja, richten also ein Lager. Nein, wir schlagen ein Lager auf. Immer schlagen wir ein Lager auf. Schnucki, wir schlagen ein Lager auf. Ah, was haben wir hier? Eine Elfenwurzel. Die muss natürlich eingetütet werden. Aber direkt. Also, was haben wir hier noch? Erinnerung der Grauen? Hä? Ich dachte, das hätte ich gemacht. Ich dachte, das wäre dieser komische Wein gewesen. Und scheinbar nicht. Dann gehen wir da halt wieder hoch. Konnte man noch mal irgendwie sprinten? Ups. Ha, was haben wir denn hier? Ach, den kann man mal herziehen. Unangenehm. Das hat geknallt. Ach, wer sind Sie denn? Aua. Der Bär da hinten, der hat nichts mit uns zu tun. Bin ich vergiftet? Nö. Sah nur so aus. Auf geht's, das ist jedoch nicht zu steil.
Ich habe ja festgestellt, wenn man hochläuft, ist es manchmal besser, wie man springt, ne? So. Wir sind wieder oben. Apropos oben, wir speichern lieber. Aber ich gönn mir mal einen dritten Speicherstand. Ganz verrückt heute. Nochmal hier. Aha. Abzeichen eines Kommandanten der Wächter. Was für ein Fund. Ey, Blackwall stimmt absolut zu. Ich glaube, mit dem it's going to town. Genau. Okay. Hat sie es minimiert. Warum auch immer. Hallo? So. Das war gerade ein bisschen komisch. Hatte ich schon Angst, dass ich einen Absturz habe, aber es hat sich einfach nur kurz minimiert. Als würde es mir etwas sagen wollen. Wenn ich hier eigentlich weitergehen soll? Was haben wir hier? Astrarien? Risse? Und Scherben. Warum sind wir hier nicht weitergegangen? Gab's da auf Maul? Kann ich denn eigentlich hinreisen? Kann ich hier hinreisen? Nö. Hierhin kann ich reisen, ne? Weil, warum bin ich da nochmal runtergerannt? So, ohne weiteres. Warum gibt's hier eigentlich niemanden, der mal irgendwas verkaufen kann? Das finde ich ein bisschen schade, dass nicht zumindest im Hauptlager quasi ein Händler rumsteht, dem er irgendwas geben kann. Ah, wollte ich nicht eigentlich den Kunari auch mal mitnehmen? Aber wer fliegt dann raus? Blackwall? Mal so einen dicken Kunari? Hm? Blackwall war aber eigentlich auch ein ganz witziger Kumpadre. War lange nicht mehr auf See. Man sieht nicht mal das andere Ufer. Das ist weit. Sarah hat einfach recht. Hallo! Ich kann ja deinen Namen irgendwie nicht so richtig lesen. Es tut mir leid. Das Tablet ist zu klein. Und blau auf weiß. Das sehe ich nicht so. Aber ich sag hi. Und grüße dich. Alles klar. Ich müsste... Aber ich weiß nicht, ich brauche auf jeden Fall einen... Wer hätte gedacht, dass ich, als ich The Witcher 3, wollte ich sagen, als ich hier Dragon Age 3 angefangen habe, dass die alles so Schwert- und Schildkämpfer sind, die man bekommt. Wer hätte es gedacht? Find ich ein bisschen frech. Weil ich hätte... Dann hätte ich nämlich keinen gemacht. Dann hätte ich keinen Zweihandkämpfer gemacht. Hätte ich das vorher gewusst. Aber da kann man jetzt nichts mehr dran ändern. Oh, zur Not kann man auch vier Zweihandkämpfer mitnehmen. Würde ich mal sagen. Au. Was haben wir hier? Sorry, ich hab grad kurz aufs Handy gucken müssen. Hä? Entschuldigung, wer sind Sie? Drachenjungenschuppen, oh boy. Oh boy, wo kommt der her? Das ist so leise, ne? Oh, okay, habe ich den... Ach shit, jetzt habe ich nochmal einen Speicherstand gemacht. Habe ich den aus Entfernung gesehen gehabt, das letzte Mal, als ich gespielt habe, und mir gedacht, nee, vielleicht doch nicht.
What? Sorry, ich musste kurz auf meinem So, genau, stimmt, es gab ein neues Game noch. Hat mir gerade noch ein Kollege geschrieben. Ach Gott, wie hieß das? Ruhig bleiben, ey. Also die Drachenjunge sind schon mal kein Problem. Ob die Mutter so toll finde, kann ich natürlich nicht beantworten. Ob man die Drachenjungen-Schuppenbeine für irgendwas gebrauchen kann? Nein, oh, zum Glück, ich hab's noch getroffen. Aber ich hätte alle drei treffen können, das wäre natürlich noch viel besser gewesen. Hat es sich gerade angehört wie ein Hund? Tut mir ja schon fast leid, wenn ich dann drauf prügel. Nein, rutsche nicht runter. Die Schuppen braucht man zum Rüstung bauen, alles klar. Das ist gut. Dann bräuchte ich jetzt nur noch eine verkackte Truhe, wo ich irgendwie mein Zeug reinpacken kann. Das habe ich immer noch nicht. Aber irgendwie habe ich auch gehört, dass man noch eine Festung kriegt, die ich nicht habe. Und ich spiele schon eine Weile. Vielleicht soll ich mal die Main-Quest weitermachen und nicht alle Gebiete schon komplett absuchen. So. Was malen wir heute? Oh, malen nach Zahlen. Das war richtig. Das ist jetzt interessant. Aber eigentlich ist es, glaube ich, bei dem ja dann ziemlich egal, wo man anfängt. Man darf ja nur nicht doppelt werden. Und demnach ist es ziemlich egal, wo man anfängt. Oder? Kurz mal überlegen, doch. Wenn ich jetzt da runter gehe, dann hoch. Fuck. Nee, Moment. Ich gehe jetzt mal runter. Doch, ich sehe, dass zuerst geschrieben wurde, aber ich muss mich höchstens konzentrieren. Naja, war schon falsch, ne? Ich kann jetzt anders wie hier hin. Ne, shit. Dann machen wir trotzdem weiter. Ne, shit. Das war falsch. Neu starten. Ich muss mein Tablet kurz nehmen. In Haven hat man Lager. Das habe ich irgendwie noch nicht gefunden. Da muss ich mal das nächste Mal gucken. Da muss ich das nächste Mal suchen. Warum kann ich auf dem. Wenn ich auf dem Tablet den Chat größer machen könnte, wäre das einfach super. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, war mein Chat beendet. War super. Und jetzt kommt natürlich T-Mobile-Werbung. Ich leg's mal hier ab. Vielleicht nicht die beste Idee. Eigentlich habe ich ja noch ein Beistelltischchen, aber
Das hat sich verabschiedet. Okay, jetzt nochmal kurz. Jetzt sehe ich gerade im Moment nichts, was du geschrieben hast, wo das steht. Das Tischchen, sage ich schon, die Truhe. Gut, jetzt. Nein! Na, wobei. Nee, jetzt habe ich verkackt. Fuck, oder? Ja, die da hätte ich jetzt noch mal, die hätte ich jetzt noch mal gebraucht. Aha. Nee, jetzt habe ich verkackt. Ja, jetzt habe ich verkackt. Wir sind schon, werden jetzt schon schwieriger. Soll ich mal in der Mitte probieren, weil das ja irgendwie das Schwierigste ist. Das war mehr oder weniger Zufall. Ich habe nach den ersten paar habe ich irgendwie schon gedacht, dass es in die richtige Richtung geht, aber dass der Anfang war gut gefreestylt. Oh, das war schön. So, das war, was war das für ein Sternbild? Fervanis. Das landläufig als die Eiche bezeichnete Sternbild Fervanis wird zumeist als gewaltiger Baum mit blattlosen Zweigen dargestellt. Viele Scholaren sind der Überzeugung, es sei ein Symbol für die Natur, das auf die Kultur der alten Neromenianen zurückgeht, die an die Beseeltheit aller Dinge glaubten. Dieser Glaube verschwand jedoch, als das Reich von Tevinter gegründet und er durch die Verehrung der alten Götter abgelöst wurde. Andere wiederum glauben, Fervanis sei ursprünglich ein Sternbild des elfischen Volks gewesen und stelle Andruil, die Göttin der Jagd, dar. Vir Tanadal oder der Weg der drei Bäume ist eine zentrale Lehre Andruils, weshalb einige denken, Fervanis habe ursprünglich diesen Gedanken verkörpert. So, weggelasert. Sehr schön. Jetzt können wir noch darüber. Oh, was haben wir da unten? Was haben wir da unten? Das ist einer dieser Risse, ne? Gegner oder Grafikbug? Das neue Spiel. Nein, ich habe schon wieder einen Spielstand gemacht. Ah! Will ich doch gar nicht. Jetzt gehen wir erstmal da ein bisschen mit dem Skull, wo wir herausgefunden haben, dass das die Köpfe von, wie heißen die, nicht Ermutigten, Beschwichtigten? Besänftigte, nicht beschwichtigt. Genau, die Köpfe, da kann man durchgucken und dann sieht man Dinge. Wow, ruckel, ruckel. Oh, ganz schön ruckelig hier. So, was haben wir hier noch?
Morins Ausblick, die große Statue über Morins Ausblick, dient früher als Markierung für Schiffe, die mit den Zwergen Handel treiben wollten. Neben einer auch nur angenommenen Verbindung mit dem großen Hafen bei Derwins Mündung ist über den Namensgeber der Statue nichts bekannt. Hallo, jemand zu Hause? Ein Trankgürtel. Passt noch mal einer mehr rein. Hoppala. Wollte ich nicht runter. Aber meine ganze Party macht aus Solidarität mit. Springt mir hier runter. Ui. Unbequem. Sie bügeln, Dankeschön! Sie bügeln den ganzen Tag. Ich muss das irgendwie aber anders hinstellen. Es ist sehr laut, es tut mir leid. Es tut mir sehr leid, dass es so laut ist, aber das muss ich mal ändern. Aber es liegt auch ein bisschen daran, dass Dragon Age so unfassbar leise ist. Kann ich das hier irgendwie ausblenden? Oder vielleicht war es gar nicht so laut. Vielleicht war es nur bei mir so laut. Müsste. Pack mal die Tastatur hier weg und stell das hier hin. So, ihr könnt vielleicht dann live sehen, wie es da runterfällt und ich mich super aufrege, weil mein Tablet kaputt gegangen ist. Aber ich stell's mal vor die Raketenbohne in die Ecke. Aber das wollen wir nicht. So, dann gehen wir mal einen Riss schließen. Diesmal nicht einen alten Spielstand, neuen Spielstand anlegen. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die Spielstand-Zumüllerei. Ich hab mal mit gerade mit Skyrim zum Beispiel, habe ich auch andauernd neue Spielstände gemacht. Ich habe glaube 400 Spielstände. Und dann wird es eng auf der Festplatte. Weil die sind ja alle in deinem My Documents Ordner. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Besuch dort. Das war vor etwa 30 Jahren. Der Markt war damals nicht einmal halb so groß. Hallo? Und es gab wesentlich weniger Stände mit diesen albernen kleinen Törtchen. Auf dem Markt von Val Royale nur Zelte aus gefülltem Leder und jede Menge Dreck. Ja, redet ruhig ein bisschen über irgendwelches Leder, ey. Habt ihr das in nichts gesehen? Ja, aber ich muss die Erinnerung rasch hinterlassen. Ich wollte wirklich mal mehr diesen Modus, den taktischen Modus auswählen, aber immer wenn ich das mache, haben meine Leute eh schon alle Skills, die sie haben, einfach weggeböllert. Autsch. Oh, ja, aber viele. Ja, wie zum Beispiel jetzt, sie kann halt nichts machen. Das Einzige, was ich zu sagen kann, dass sie einen Trank nehmen soll, aber das bringt ja nichts, weil das macht sie ja irgendwie automatisch auch. Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, ist irgendwann wegrennen. Vielleicht hätte ich das dann gleich von Anfang an machen sollen. Jetzt ist irgendwie die Luft schon raus, dass ich da Lust habe, mich mit zu beschäftigen. Den Taktikmodus braucht man nicht. Dankeschön. Wenigstens einer mal. Ich bin zu ehrlich, ich habe keinen Bock. Ich möchte dieses Spiel einfach spielen, ohne mich hier groß aufzuregen. Weil Taktikmodus. Boah. Finde ich irgendwie anstrengend. Deswegen fand ich auch eins nicht ganz so.
Alle sagen ja immer, 2 wäre nicht so schlecht, weil alles so casual und sowas. Ich fand das gar nicht. Ich fand, bei Dragon Age ging es mir nicht darum, dass ich da das Spiel herausfordern fand, sondern weil ich eine Geschichte gut mitnehmen möchte. Und dann finde ich sehr schön, dass du mir da zustimmst, dass man den, oder dass du auch sagst, den braucht man nicht und ich sollte ihn nicht zwangsläufig benutzen. Wer es natürlich möchte, gerne, aber ich hab dazu irgendwie keinen Nerv. Weißt du, wenn ich ein schwieriges Spiel spielen will, dann spiele ich Dark Souls, wo die Geschichte in Anführungszeichen nicht so wichtig ist. Wenn man es nicht, wo man es halt nicht direkt braucht. Eine Herausforderung. Ein Klavier. Ohne mich lägst du schon längst am Grunde des Meeres. Dieser Speerfisch hätte dich aufgespießt und erledigt, habe dir das Leben gerettet und so dankst du es mir. Dieser Fang gehört uns beiden. Wir haben beide dafür gearbeitet. Damit kommst du mir nicht davon. Ich hole mir das Gold, das mir zusteht, und wenn ich es aus dir herausprügeln muss. Und nur damit du, kleiner Scheißer, dich nicht aus dem Staub machst, ich hab's mit deiner Schwester getrieben. Genau. Also triff dich mit mir beim alten Lager, wenn du den Mumm dazu hast. Dann klären wir die Sache, Terrence. Der Terrence, ne? Der Schlinger. Der zweite Teil war gut. Die Gebiete waren immer dasselbe. Ja, aber das ging nicht. Also, in meiner Erinnerung ging das auch nicht so lang. Und war so, fand ich. Ich fand's okay. Damit war ich vollkommen. Ich war vollkommen zufrieden. Mit Teil 2. Auch wenn es ewig her ist und ich leider meinen Spielstand verloren habe und deswegen nicht den einfügen konnte. Was ich sehr schade fand, weil es mich doch irgendwie interessiert hat, wie das miteinander zusammenhängt. Und ich fand es ein bisschen schade, auch dass bei Dragon Age 3 am Anfang überhaupt keine kein Zusammenhang gemacht wurde. Aber darüber habe ich schon ein paar Mal aufgeregt. Das ist jetzt ein alter Hut quasi. Aber so eine Zusammenfassung wollte ich mir immer noch anlesen oder wie auch immer. Und habe ich vergessen. Weil mein Gehirn manchmal recht beschränkt denkt. Ui. Jetzt habe ich gerade rüber geguckt, jetzt hat es kurz wieder geleckt. Aha, manchmal habe ich so Fragmente drin, ne? Ich weiß nicht, ob das mit Delay nicht besser gewesen wäre, aber eigentlich sieht es ganz ordentlich aus. Das ist immer noch, das ist irgendwie eine Rumprobiererei, ich hasse das. Das manchmal gar keine Probleme, super Qualität und dann wieder schlechte Qualität, nur Probleme. Oder so ein Zwischending. Kann sie eigentlich schwimmen? Wie so ein dicker Vogel. Das scheint den nicht zu jucken. Ich nehme mir sowas ja immer vor, dann, naja, spiele ich Teil 2 nochmal. Spiele ich Teil 1 nochmal. Leider, fehlt da die Zeit. Und ich glaube, ich finde mein Teil 2 auch gar nicht. Ist irgendwie bei einem Umzug mal verloren gegangen. Ich finde nur noch Teil 1. Okay, da oben. Das ist ja kaum merklich angezeigt. Du musst hier hin. Die einzigsten Spiele, die ich wirklich nochmal durchgezockt habe und wieder tun werde, ist auf jeden Fall Gothic 1. Habe ich echt wieder Bock drauf. Vielleicht mache ich das demnächst mal wieder. Weil ich dieses Spiel einfach liebe. So, war das hier der Strand, wo der Riese gegen den Drache gekämpft hat und der Drache dann abgehauen ist? Ich habe so ein bisschen Schiss, dass der wiederkommt. Oh, was haben wir hier? Treibgut. Aber auf dem... Oh, hallo? Nö. War ich wohl schon... Habe ich schon geplündert. Das lasse ich liegen. Dieses Spindelkraut ist schlecht.
Ernsthaft? Da ist er wohl gerade auf den Seeigel draufgetreten. Einfach umgefallen. Da liegt auch nochmal eine Scherbe. Habe ich die jetzt gerade erst gesehen? Scherben kann man auch erst dann aufsammeln, wenn man durch dieses Okular, durch den Schädel durchgeguckt hat, oder? Also es geht vorher nicht. Spindelkraut gibt's ja echt ordentlich. Dann kann's ja nicht so besonders sein. Diese Steinformation, ne? Ist schon ganz cool. Aha, da muss ich hoch. Ah, muss aber sagen, es ist zwar ganz nett, dass es diese Funktion gibt, dass es dir so genau anzeigt, aber das macht auch ein bisschen einen Suchspaß kleiner. Oh, bin schon dran vorbei. In dem Moment, wo ich mich drüber beschwere, dass man dadurch einfacher Dinge findet. Ja, wobei, ich glaube, ich hätte tatsächlich so müssen. Dieser Wüstentempel scheint ja wirklich eine Menge Schlüssel zu brauchen. Ach, dafür sind die Scherben. Für den Wüstentempel jetzt. Da wird einiges klar. Was ist jetzt hier dieser Höhleneingang, von dem alle reden? Ha. Scheinbar war ich hier schon. Wer da? Kommen Sie raus. So ein Velociraptor, oder? Einer weniger. Ah. Oh, das ist eine Spinne. Das ist eine Spinne. Auch den Taktikmodus nicht. Meine Jungs und Mädels, die sind einfach so clever, die kriegen das auch ganz von alleine hin. Aber ich frage auch gerne nochmal in die Runde. Soll ich lieber den Kunari mitnehmen oder Blacky? Ich hätte schon Bock auf so einen Kunari. Gezackte Kunari-Klinge, da kriege ich also direkt was dafür. Ich weiß nicht, ob das nur Kunari anziehen können. War ich hier wirklich schon mal drin? Hallo? Ist das gerade... Was? Was ist passiert? Ah. Warum bin ich fast tot? Kam der Tiefentaucher gerade angeflogen, hat mich einfach umgeböllert. Aua. Was ist eigentlich der Rest aus meiner Party? Aha. Hier sind sie. Sind wohl nicht befähigt, hier rüber zu kommen. Brauchen noch ein bisschen Spinnensekret. Zwergischer Felsbrech. Könnte das Kunari-Schwert auch was für mich sein? Oh. Aha, wunderbar. Vielleicht haben die ja ein bisschen Spinnensekret dabei.
brauche aber noch zwei. Das ist natürliche Höhlen oder hat jemand gebaut? Oder irgendwie einen Stein geschlagen. Helm der Wächter habe ich schon. Ein paar Mal. So, hallo. Wo sind wir denn? Oh, direkt da an dem Lager. Könnte ich rasten, meine Tränke auffüllen? Das wäre jetzt so richtig fail gewesen, wenn ich da einfach runtergerast und gestorben. Bienenschwarm, was kann das denn? Der ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme den mal mit. Ah, halt, stopp, wie kann ich den auffüllen? So, dann gucken wir mal schnell, was denn das Konari-Sperr zum Beispiel kann. Jetzt sollten wir Balkan weg. Geschenk des Bergvaters. Das ist halt echt schon ziemlich stark. Das ist eine Einhandwaffe, ne? Ne? Was steht denn das? Doch, das ist eine Einhandwaffe. Das wäre eine Zweihandwaffe. Was hatte ich davor? Das, ja? Ah, was ist besser? 7% auf Angriff macht. Warum macht das? Ach, das hat. 115 zu 117. 20%, plus 20 Schaden gegen Sterbliche. Meistens tut man ja gegen Sterbliche kämpfen, würde ich sagen. Lassen wir mal das drin. Ha, ja, genau. Das hier. Oh, so sieht es ganz cool aus. Wie so ein Kettensägenschwert. Waffenrüstung selber bauen ist das Beste. Tatsächlich, ja. Habe auch das Schwert, das ich hier benutze, ist auch ein selber gebasteltes, aber. Ich bin ja jetzt gerade noch unterwegs und dann werde ich das. Aber ja, wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin, werde ich auf jeden Fall mal gucken, was sich da mal machen lässt. Ich kann den eigentlich mal reinmachen. Lauf! Aber meine Rüstung ist so schön rot. So Signalfarben. Oh. Das war aber gefährlich. Da bin ich echt gut runtergefallen. Ja, kann ich da in die Schneise hoch? Komm, der Ziegenbock, der zeigt mir den Weg. Ja, genau, der macht es. Easy. So mache ich das jetzt auch. Geh bloß weg. Ernsthaft? Der hat mir Damage gemacht? Komm her. Nein, kann man ja nicht anziehen. Ist ja auch irgendwie nicht so viel Sinn macht. Ah, Ziegenbock, der wollte mich einfach wieder runterdrücken. Ein bisschen scheiße, dass er jetzt von mir wegläuft. Jetzt bin ich die ganze Zeit in dieser Aggressionsform, ja. Und dann bewegt man sich langsamer. Ich glaube, Lebensenergie regeneriert sich auch nicht. Na, jetzt kommen Gegner. Sommerstein. 5-mal. Hä? Ah, unter mir, okay. Jetzt in der Höhle wohl.
Ist es immer noch der? Nö. Hallo? Jemand zu Hause? Da ist jemand. Da ist der Asi! Komm her. Ist es der hier? Ja, das ist echt der. Kann er sich mal richtig schön wegmachen? Aha. Aus dem Lobgesang des Übergangs. Nee, ich singe jetzt nicht. Aber diese ganzen Gesänge. Oh, guck mal, was will denn der hier? Oh, ach, das war tatsächlich ein Gegner. Ich dachte, das wäre ja auch wieder der Dings gewesen. Der Bock da. Der lebt noch. Mit großen Schlägen den Gegner zerteilen. Was haben wir hier alles? Wächter, eine Sehenswürdigkeit, eine Erinnerung. Alles da. Astrarium. Terraritum. Was sind das alles für Schnitzel hier? Ja, ich weiß, dass es einen anderen Weg gibt, aber ich will immer den. Ich wähle immer den möglichst dummen Weg. Wer sind Sie denn? Erst den mit dem Schild. Immer den mit dem Schild, weil der nervt. Aber wenn man dem gleich mal eine Full HD Damage reinpackt, dann. Was? Warum? Die Frage ist, warum? Oh. Was ist der eigentlich für eine coole Waffe jetzt? Der macht aber mal den Laserstrahl des Todes vom Himmel. Ich weiß nicht, ob es die Waffe ist oder der ein Skill von ihm, aber ich glaube, das hat er vorher nicht immer. Der Steinbaum. Wunderbar. Machen wir nochmal mal nach Zahlen. Gucken, ob das auch wieder so komplex ist wie das vorige. Sieht auf jeden Fall gut aus. Oh. Boy. Wobei. Ach, da sind jetzt auch noch welche dabei, die gar nicht gebraucht werden. Das finde ich natürlich richtig nett. Fuck! Naja, dachte schon. Ne, ich hab was vergessen.
Was habe ich vergessen? Hä? Nee! Nee, warum? Nee, ey! Oh, scheiße! Ganz oben! So ein Dreck! Oh Mann, das war ganz schön dumm. Wie hätten sie es gemacht? Er ist hier lang gegangen, ne? Falls man gerade einen Krankenwagen gehört hat, ne, der ist nicht durch mein Zimmer gefahren. Oh, aber es ist trotzdem hingekriegt. Was ist das, die Medusa? Sieht auf jeden Fall so aus. Billy Thanos, also ein Skill. Gut zu wissen. Ich den hat aber vorher nicht gemacht. Oder kam das mir nur so vor? Die Darstellung des im Volksmund als die Jungfrau bezeichnete Sternbild Billy Thanos ändert sich von einem Zeitalter zum nächsten. Das als schick gilt, eine bedeutende Frau der jeweiligen Epoche zur Verkörperung der Jungfrau zu erklären. Im erhabenen Zeitalter war dies beispielsweise Königin Madrigal, die damit Königin Asche ablöste. Allerdings wäre wohl keine dieser Frauen sonderlich erfreut über die Tatsache, dass sich Billy Thanos ursprünglich vermutlich auf Femiel, den alten Gott der Schönheit, bezog. Und wenn die einen schicken Bart haben, warum nicht? So, also das Terrarium haben wir jetzt auch da abgeschlossen. Richter der Küste. Haben wir hier irgendwo ein Lager? Ein Baum ist manchmal schon ein unüberwindbares Hindernis. Oh boy. Oh, das kann... Oh, nochmal. Hab's nochmal gerettet. Eigentlich müsste ich Steam ausmachen. Steam da im Hintergrund rumblökt. Wer hat eigentlich diesen Hunden so einen dicken Panzer angezogen? Ach, die kämpfen gegen den Hund. Ich dachte, die sind mit den Hunden hier unterwegs. Wer seid ihr eigentlich? Egal, einfach draufhauen. Ich muss ja sagen, das Springen auf der gleichen Taste ist wie Aufsammeln, hat mich schon sehr oft aufgeregt. Aber das da unten sieht doch aus wie so ein Lager von denen, ne? Ja. Aber da macht's nix. Übrigens ist schon ein paar Mal passiert, dass ich auszusehen wie der Ketten, die Kette nach so einem Widder geworfen habe. Und dann der rumgeweint hat. Und die ganze Zeit dann. Aha, da vorne ist noch ein. Das kann doch das Lager sein, ja. Das sieht doch mehr so aus. Oh
Amulett der Konstitution. Tagebuch eines grauen Wächters. Langsam bin ich überzeugt, dass er längst fort ist, falls er jemals hier war. Dennoch dürfen wir nicht aufgeben, nur weil wir zu träge sind. Er war schließlich einer unserer besten Krieger. Wenn sich hier jemand verstecken kann, dann er. Einer der Fischer kann sehr gut mit dem Speer umgehen und hat Schultern wie ein Ochse, weil er den ganzen Tag Netze auswirft. Er hat gefragt, ob er den grauen Wächtern beitreten kann. Unter anderen Umständen hätte ich mich über einen fähigen Freiwilligen sehr gefreut, aber jetzt, meine Befehle sagen nichts zum Thema Rekrutierung. Nicht einmal bei der aktuellen Lage. Oder vielleicht gerade deshalb. Er sieht zudem gut aus und möchte ganz klar mehr über die Dalish wissen. Die dunkle Brut ist lauter als zunächst gedacht. Das ständige Flüstern im Hinterkopf macht es schwierig, sie so deutlich zu spüren wie sonst, aber sie sind nahe an der Oberfläche. Vielleicht sind Banditen nicht das Schlimmste, was diesen braven Leuten bevorsteht. Die Wächter müssen weitergezogen sein. Was treiben die eigentlich, wenn es gerade keine Verderbnis gibt? Inquisitionen verfolgen? Einige bestimmt. Sie suchen nach jemandem. Habt ihr schon mal von diesem Wächter gehört, den Sie erwähnt haben? Nicht, dass ich wüsste. Wer auch immer er ist, er hat die Wächter von hier fortgelockt. Es wäre witzig, wenn das der Charakter aus dem ersten Teil wäre. Ich denke, die Inquisition könnte hiervon profitieren. Was haben wir denn gefunden? Das sagt uns nicht. Er sagt nur, dass man hier profitieren könnte. Guck mal, ich bin hier direkt an dem Astrarium schon vorbeigelaufen. Ich habe die Höhle schon sichtbar gemacht. Da können wir jetzt hin. Ich habe die Astrarien alle schon gemacht hier in dem Gebiet. Wo ist der Eingang zur Höhle? Ist der hier oder muss ich den jetzt noch suchen? Aha. Das sieht doch so aus. Hallo? Fuck! Ich brauche auf jeden Fall nochmal Spinnensekret. Hallo, aufnehmen. Jawohl, eins noch. Kampfmagierrüstung der Freischärler. Müssen wir gleich mal gucken, ob sich das lohnt für Solas. Weil ich hab doch auch noch diesen anderen Typ da kennengelernt. Vielleicht ist der auch ganz cool. Der auf den Boden Hammerschlag, der bringt echt nur was, wenn ich davor die mit der Kette rangezogen habe. Was macht der? 180% mehr Schaden irgendwie gegen Gegner, die auf dem Boden liegen. Das sieht aber gut aus, die Kiste. Traumweberstab. Banner der freien Marschen. 45 Schaden, er kann ja gar nichts. Ernsthaft? Rotkreuzuntergang. Der sieht doch ganz entspannt aus. Och man, war das wirklich schon alles? Ich glaube nämlich, ja genau, sie hat nämlich einen auch von mir erstellte Bogen und die sind ja meistens echt krasser. Wenn er hat 100, nee, der hat 70 Schaden, okay, nee. Zurück. Er macht 94. Hoppala. Muss ich mal kurz aufsetzen. Ah, der hat halt 15% Crit-Chance. Das ist halt richtig viel. 8% Bonus auf Blockschaden. 10% Chance, Flammenopferschaden in Höhe von 50% des Waffenschadens zu verursachen. Das ist interessant. Ja, komm. Sieht aber jetzt nicht so besonders aus, ne? Außer als ob der direkt bei Robin Hood im Einsatz war. Auch noch eine Spinne.
Ich habe bei meinen Reisen nur wenig Zeit auf dem Meer verbracht. Die Träume sind die Mühe meist nicht wert. So, was haben wir hier noch? Nix mehr. Da sind noch diese Scherben. Warum bin ich eigentlich hier? Ah, ich hab sogar Spinnensekret. Sehr schön. Ich bin mir nie so ganz sicher, ob man die Gebiete hier dann fertig machen soll, oder... Keine Ahnung. Hier ist ein bisschen... Wird mal so ein bisschen im Dunkeln gelassen. Paragon, Schimmer und Schlangenstein. Erkranktes Gewebe braucht noch ein Obsidian. Es gibt Neuigkeiten, Sir. Setzt mich ins Bild. Das solltet ihr euch selbst ansehen. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ja, was soll ich jetzt machen? Schon, okay, bin ich schon durch. Wenn man das immer wieder machen kann, dann bin ich, glaube ich, mit allen durch, die hier befallt sind. Was haben wir hier für ein Fragezeichen? So. Und Fragezeichen. Hä? Der war gar nicht auf der Karte. War ich da oben schon? Auf dem Turm? Hey, warum hat's mir das denn auf der Karte nicht angezeigt? Das war jetzt komisch. Da liegt doch eine fette helle Bahne, warum kann ich die nicht mitnehmen? Da liegen auch eine fette helle Bahne. So, wo müssen wir jetzt hin? Da runter. Wie viel sind es noch? 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ne, ist noch was rotes Lyrium oder was? Hä? Warum zeigst du mir das alles als rotes Lyrium an? Müsste noch irgendwo so ein Ding rumstehen. So ein... Ich mach das hier mal kurz rein, nicht, dass ich da dran vorbeistiefe. Oh oh. Das war so dumm. Halt, stopp. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Auf nimmer Wiedersehen.
Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Okay, Scherben sammeln. Aber ich habe doch auf jeden Fall noch welche gesehen. Ganz auf der anderen Seite, da war ich doch noch gar nicht. Kann sein, dass es jetzt wieder schlimmer ruckelt. Hier bleibe ich jetzt. Das ist meine neue Wohnung. Richtig mir schön ein kleines Gärtchen vorn, kann ich mir vorstellen. Ich laufe gerade hier ein bisschen dran vorbei, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass da hinten bei der Statue nochmal so ein Totenschädel ist. Ja, am Westrand. Bisschen leer. Ich muss das schon sagen, hier ist ein bisschen leer an der Küste. Nicht so viel zu tun. Da ruckelt da vorne so ein Gewitter vorbei, aber sonst nicht so viel zu tun. Du findest das Scherbensammeln langweilig und sinnlos. Ich bin so ein Sammler. Ich kann nichts liegen lassen in so Games. Immer alles mitnehmen. Genauso wie, das finde ich auch so Craft Materials. Muss ich alles immer abbauen. Das schmerzt mich, wenn ich da was liegen lassen muss. Oha. An der Sturmküste gefundenes Tagebuch. Ich trage immer noch die Narben seines Zorns, aber den Klingen, was? Aber den Klingen ist unsere Vergangenheit ziemlich einerlei, so wie Tref hier seinem Meister dient und Hesarian den Erbauer hört, so können die niedrigsten und verlorensten ihren Weg finden. Für uns wird gesorgt werden, solange wir den Glauben nicht verlieren. Zumindest sagt Ivor das. Oh, schön, dass Ivor das sagt. Ah, Ivor hätte auch durchaus mal noch was da lassen können. What the fuck, das ist ja ganz am Arsch der Welt. Ich dachte, hier geht's nicht gar nicht mehr weiter, aber es geht wohl weiter. Ja, okay, mal. Gehen wir doch mal da entlang. Nein, kein Bär. Ah, die Bären sind ja immer. Die sind ja immer gut auch aktiv. Ich finde das hier ganz hübsch hier. Aber wir gehen ein bisschen leer. Tschüss. Ja, kein Bock mehr gehabt. Der hat genau gewusst, was auf ihn zukommt. Zack, war er weg. da springen wir rüber. Ob das der Rest von meiner Party kann, ist natürlich eine andere Frage. Ich weiß gar nicht, was die machen. So. Da unten ist einer. Was ist das denn? Ah, jetzt. Nämlich, hier war doch auch noch was. Aha. Warum hat er den jetzt als Gegner anerkannt da hier? Ach, ups. Die sollen alle machen, was sie wollen. Ich gehe weiter. Solas braucht Hilfe! Ja, ich auch. Bin gerade etwas den Berg hinuntergefallen. Das scheint allen egal zu sein. Solas braucht Hilfe. Puh. Hallo.
Ah, guck mal, da ist ein Schweinehase. Den hat er direkt mal geplättet, ey. Oder? Nee. Irgendjemand wird doch hier noch vermöbelt von meinen Jungs. Nee, okay, jetzt nicht mehr. Wenn es nicht so leer sein soll, jetzt soll ich zum Quest mit dem roten Lyrium gehen. Ja, aber ich hoffe immer noch, dass hier noch irgendwo was ist. Weil sonst muss ich, wenn ich es nämlich jetzt nicht mache und dann weitergehe, muss ich irgendwann da hinkommen und gucken halt, ob noch irgendwas da ist. Deswegen mache ich das am besten einfach gleich, weil ich eh schon um die Ecke bin. Ah, guck mal hier, das sieht doch cool aus. Eine Höhle. Und hier sind wir ordentlich dunkel, ey. Hallo? Wer sind Sie? Ah, hallo. Blutlotus, den muss ich auf jeden Fall einsammeln. Ist das hier? Kann das Sola was machen? Hm. Ja, brauchen wir so eine Fackel, ne? Jetzt gucke ich es mir jetzt mal an und dann gehe ich dadurch gucken. Aber ich glaube, wir brauchen mal so eine Wir sind Fackel. In der Nähe eines weiteren Artefakts. Das sollte die Dämonen fernhalten. Das sehe ich anders, dass die Simo Dämonen fernhält. Die hat mich gerade weggeballert, ganz schön. Ich versuch's. Ich habe versucht, eine Flanke aufzubauen, hat aber nicht so gut geklappt. Warum? Ich habe doch vor. Sag mal, habe ich nicht vorhin diese Steintränke reingemacht? Immer den gleichen Fehler. Ich versuche immer diese Geister ranzuziehen. Schleierfeuer, so heißt es, genau. So eine Fackel. Ah ja, da gibt's aber welche. Schleierfeuer heißt es, okay. Das habe ich immer, das vergesse ich immer. Das heißt. Boah, nicht die Dinger, hey, die sind so ab. Die sind so ein ab mit ihrem Laser da. Und die screechen so ab. Wo ist er hin? Da. Was bringt es eigentlich, den aufzuladen? Man kann den auch eh erst dann zerstören, wenn fertig ist. Oder? Fängt an hier mit eurem ernsten Gesicht. Was machen Wächter eigentlich, wenn es gerade keine Verderbnis gibt? Was immer nötig ist, um die Welt zu schützen. Ihr schließt euch also Inquisitionen an. Wenn es das ist, was nötig ist. Hey, ihr seid auch hier. Die Inquisition kann schließlich nicht nur aus bärtigen Griesgramen wie euch und Cassandra bestehen. Aber sie hat doch gar keinen Bart. Oh, nicht im Gesicht, aber wer weiß. Der war schon nicht schlecht, ne? Oh, das ist aber eine dicke Truhe. So ein Gerät, ja, so ein Gerät, da ist so ein riesen, da ist ein Castor-Transport, ja, und ein Helm drin. Muss aber ein dicker Helm sein.
Wenn hier in der Höhle ist, wenigstens gut, die sind alle auf dem Haufen, die Scherben. Wenn jetzt da oben eine ist, ja, dann raste ich aber komplett ü. Raste ich us. Es schwächt Gegner und entfernt Schilde. Ah, hier. Hä? Lyriumfälle durch den Nebel zeigt das Wasser ein helleres Blau als das Meer draußen. Ich wusste, dass sie bald kommen würden. Aber ich wollte noch genau den. Oh, was haben wir hier noch? Tiefenpilze. Und da noch ein Riesendings, ein Schwarzlotus. Aber den Helm mal noch angucken, weil vielleicht kann der doch was. Vereldische Speerhelm, 10 Geschicklichkeit, den braucht auf jeden Fall. Nicht hier, na sie hier. Zum Glück hat sie den nicht auf. Ah, ich habe aber doch auch noch eine Kampfmagierrüstung gekriegt. Wenn ich mich nicht täusche. Den kann aber nur ein Mensch anziehen. Aber ist eh schlechter wie meiner. Den hab ich selber gemacht. Ne? Selber gemacht ist, wie du schon gesagt hast, immer das Beste. Schmeckt wie bei Mama. Oh boy, wo kommen die denn alle her? Das hätte ich mal vorher brauchen können, als ich die ganzen Spinnensekrete gebraucht habe. Oder habe ich den nochmal? Ah, ich muss noch Dings mitnehmen. Hier dieses Schattenfeuer. Ne, wie heißt es? Schleierfeuer, sorry. Das Inventar ist voll, meine Freunde. Das Inventar ist voll. Tut das Schleierfeuer auch wirklich die Schilde wegmachen? Plan erhalten. Ich muss sagen, Magier ist irgendwie auch cool, weil die da voll mit ihrem Stab cool rumfuchteln. Lass mal kurz mich hier umgucken, ob vielleicht doch nochmal irgendwo eine Rune rum ist. Prophetinnenlob, ja.
Hätte ich dann da zum Kämpfen da runterlaufen sollen, an dieses komische, an den Generator da? Ne, ich glaube, das war's, oder? Vielleicht ein bisschen schade, wenn ich irgendwas vergessen hätte, aber irgendwie gibt's hier, glaube ich, nicht mehr. Ich nehme mal die Fackel mit. Man weiß nie, wann man nicht nochmal einen Schleier vorher gebrauchen kann. Oh, können wir wieder speichern. Langer Fluss. Was haben wir hier noch? Komm, wir gehen mal jetzt den langen Fluss einfach mal entlang. Und dann treffen wir unten ja, aufs Meer und dann mal schauen. Aber erstmal hier erkunden. Jeden Winkel. Hinter jeder Ecke könnte sich ein Geheimnis verbergen. Der Bumerang könnte in jeder Kiste liegen. So. Wir werden mit einem Ausblick belohnt. Ganz hübsch hier. Aber etwas leer. Wie gesagt, etwas leer, aber hübsch. Ah, den haben wir noch nicht. Noch ein Steinbruch. Wo sehe ich eigentlich, wie viele von den Plätzen ich schon gefunden habe? Das ist im Tagebuch wahrscheinlich vermerkt, oder? Sammelquest, ja. Naja. Sehenswürdigkeiten? Bin ich mir gerade nicht so sicher, was Sehenswürdigkeiten sind. Aber ich laufe mal hier einfach ein bisschen entlang. Bin ich noch im Fluss? Ja, ne? Oh. Gegen was ist der eigentlich immun? Ich wollte eigentlich gerade blocken. Habe ich ein bisschen zu spät reagiert. Ist ja ein bisschen explodiert gerade. Oh, was haben wir noch? Kommt da noch mal einer? Wo kommt der denn her? Ach, das ist ja dieser nach hinten Sprung. Der geht ganz schön ab. So sagen wir, aber die Bären bringen mir wenigstens ein bisschen Erfahrungspunkte. Damit kann man was anfangen. Aber sonst hält sich in Grenzen. Oh, irgendwas habe ich hinter mir vergessen. Oder? Oder warum zeigst du da nach hinten? Hä? Hä, das zeigt doch hier irgendwo hin. Nö. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Naja, vielleicht zeigt es auch einfach außerhalb von irgendwie außerhalb des Gebiets was an. Aber da müsste es ja da einen Ausgang geben und das habe ich da auch nicht gesehen. Ja, jetzt ist es weg.
Also zeigt es. Ah, ich glaube, es zeigt einfach den Main Quest an, kann es sein. Ich bin ja das letzte Mal schon falsch abgebogen. Und war dann eine Dreiviertelstunde unterwegs. Hat er gerade gerülpst? Den konnte ich anscheinend nicht blocken. Ganz ehrlich gestehen, ich weiß dann noch nicht mal, was ich nach dem geworfen habe. Ach, das, da war ich doch schon. Das war doch da. So an. Da waren doch die Wächter stationiert. Beziehungsweise. So ein bisschen rumgelungert irgendwann mal. Okay, dann gehen wir jetzt in Richtung des Roten Lyriums, weil da geht es ja anscheinend auch ein bisschen mehr ab. Hoppala. Guck mal, sie kann es gar nicht mehr erwarten. Vielleicht soll ich doch nochmal kurz zurück. Ah, bekommen wir eher an einem Lägerchen vorbei, dann müssen wir gar nichts mehr machen. Also, heilungstechnisch eigentlich. Können noch mal den Dings abgeben, ne? Den Sammelquest da. Es gibt nichts. Noch einmal aufsetzen. Wie viel Uhr haben wir es denn? Oh, schon wieder halb 10. Ja. Viel zu schnell geht das alles rum. Wir haben doch normalerweise auch immer so einen Tranktisch. Ach, hier. So. Oh, jetzt hat's funktioniert. Ich glaube, dann lohnt sich eigentlich auch ganz gut, die hat jetzt wieder den Quest. War wieder ein Sammelquest. Ich nehme mal nochmal an. Nur damit das Ausrufezeichen noch nicht da bleibt. Setzt mich ins Bild. Das hier könnte sich als nützlich erweisen, Sir. Geologische Studie der Steinküste. Finde ich nicht okay, dass er mich anrülpst. Hä? Und blocken? Eieiei. Da blocke ich extra, das klappt nicht. Hat sie gerade den Tony Hawk's Pro Skater Trick gemacht? Auch runtergedüst. Da fliegt, da schwebt eine Seagull, wie heißt es auf Deutsch? Möwe. Oder? Möwe. So, das sieht doch aus, als ob es hier interessant werden könnte. Jemand zu Hause? Hallo? Scheinbar nicht, die Türe zu. Aha. Geht's hier in die Tiefen? Heißt es in die Tiefen?
glaube schon. Habt ihr irgendeinen Rat, wie man Dämonen bekämpft, Solus? Überlebt die ersten 30 Herzschläge, dann habt ihr schon gewonnen. Ich soll also versuchen, nicht zu sterben. Sehr hilfreich. Ich will damit sagen, dass Dämonen selten intelligent genug sind, um ihre Takt... Tja, da geht's wohl noch nicht rein. ...zu ändern. Wenn ihr euch auf eure Verteidigung konzentriert, kennt ihr spätestens nach 30 Herzschlägen ihr gesamtes Repertoire. Danach müsstet ihr in der Lage sein, eine Schwäche zu finden und diese auszunutzen. Ah, das ist hilfreich. Ich werde es mir merken. Und versucht nicht zu sterben. Ist ja eine Unsichtbare, leckt mich am Arschband scheinbar schon. Ja gut. Dann geht's da unten nur irgendwann rein, aber da kann ich noch nicht rein. Oder vielleicht geht's da noch am Strand entlang. Könnte ich auch mal noch gucken. Oh, hier ist die richtige Quest erst. Das würde Sinn machen, auf jeden Fall. Ja, die habe ich wahrscheinlich noch nicht. Aber ich habe dann alles andere hier schon mal abgegrast. Ich guck mal schnell, was jetzt noch so übrig ist. What the fuck? Warum sind im Hinterland noch so viele Sachen? Ach, diese komische Pferderennen. Das mit den Pferden habe ich irgendwie komplett wieder vergessen. Da fehlen mir noch zwei Risse. Da fehlt mir noch ein Riss. Tanner in Redcliffe zufriedenstellen. Der Brief an ihn bringen. Philandris zu dem Baum auf dem Hügel. Die ist auch ganz anders. Vorher noch 5 Obsidian. Okay, das sind irgendwie ein paar komische Sachen. Verbotene Oase. Da war ich noch nicht so weit unterwegs. Das ist eh eine Sache für sich. Pfahlbruch fehlt mir noch. Einen Riss. Dann habe ich das. Das ist beides neu. Ne, das da ist neu. Diese Dämonen sind raffiniert. Und das ist eine Hauptquest, ne? Erinnerung des Grauens, das sind diese Wächter-Artefakten, was haben wir noch? Empris de Lyon müssen wir noch finden, Pfahlbruch muss ich nochmal, Westgrad, rotes Tuch gefunden, da das ist Lyrium. Und da muss ich aber den Punk teilnehmen. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Wenn ich das richtig sehe. Dann gehen wir doch jetzt noch in die Hinterlande und machen zumindest mal das mit den Pferden fertig. Genau. Da ist es mit dem Brief an den Lieben, die Liebenden da. Da unten ist noch ein Quest und den Riss, aber der hat mich da mehr ordentlich rektal, ja, so richtig schön Pam. Und hier oben ist noch irgendwo ein Drache, ne? Im Dämmerlichtlager, da ist irgendwo ein Drache. Der hat auch eher, sagen wir mal, der hat mit mir Rodeo gemacht, ne? Gehen wir mal dahin. Vielleicht schaffen wir den einen Riss noch. Allzu lang kann ich leider auch nicht mehr. Ah, shit. Ladebildschirm. Ich geh mal eine Stunde einen Rinderbraten machen. Oh, ich freue mich jedes Mal, wenn dieser Bildschirm schwarz wird beim Laden. Und dann bin ich enttäuscht. Das ist einfach noch eine Stunde länger braucht. Kann man nochmal kurz aufs Handy checken. Jede Menge Nachrichten, die unwichtigsten. Ah ja, jetzt. Dann machen wir die mal rein. Rein machen wir die. Hinterlande. Pferde für die Inquisition.
Überzeuge Danny davon, der Inquisition Pferde zur Verfügung zu stellen. Ja, ich habe nämlich seine Türme habe ich gebaut und habe die... Ah, nee, den einen Riss habe ich ja natürlich noch nicht gemacht. Den wollte ich ja gerade machen. Weil da waren auch so viele von diesen Laser-Froschis dabei. Wir nennen sie jetzt mal Captain Igloo. Und, ja, die waren damals noch ein bisschen über mir. Ich sehe jetzt noch. Du, komm her, direkt her, reintreten und umknacken. Nein, bitte sag mir nicht, dass er noch ein Schild rausgekriegt hat. Aua. Der kam raus, war instant schockgefroren. Au! Au! Was manchmal ein bisschen stressig ist, ist, wenn ich mit der Kette versuche, die Gegner anzuziehen und die dann umzutreten. Aua! Wenn ich die da umtrete, um dann mit meinem X da mehr Schaden zu machen. Also wenn die dann schockgefrostet werden währenddessen, dann mache ich dann halt gar keinen Schaden mehr. Aua. Der ist voll weit weg. Muss ich da hoch, oder was? Aua. Hey, ich würde gerne mit dem, das hier, den Riss da wegmachen. Aua. Hä? Was ist nur noch der, oder was? Geh mir nicht auf den Nerv. Holy shit, sind die nervig, ne? Hat es jetzt wirklich was gebracht oder hat währenddessen gerade einfach jemand anders hingeplättet? Oh, ich habe vorhin vergessen, den Loot einzusammeln, ne? Weil es so doch immer hier irgendwas fallen lassen. Das habe ich natürlich irgendwie verplant. Das ist schlecht. So, jetzt können wir noch Dennett überzeugen, würde ich sagen. Das soll doch geholfen haben. Benutzt eigentlich irgendjemand das Pferd? Gerade an der Küstenregion stelle ich mir das richtig bescheuert vor mit dem Pferd. Das bleibt überall hängen. Nee, Spindel. Nö, Spindelkraut will ich nicht. Oh, gibt's schon. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Wo ist er denn, der Dennett? Hockt er immer noch in seinem Haus und macht einen auf faul? Ist er noch diese verschlossene Geschichte da? Da fällt mir noch geschickt in der gute Werkzeuge. Hallo? Elena sagt, ihr hättet euch um diese verfluchten Dämonenwölfe gekümmert. Jetzt sollte es für unsere Bauern wieder sicherer sein. Ihr habt euren Teil der Abmachung erfüllt, Inquisition. Meine gesamte Herde gehört euch. Gemeinsam mit ein paar guten Leuten, die sich um sie kümmern.
der Inquisition eure Stallburschen und Pferde überlassen. Was ist mit euch? Naja, ihr habt hier ordentlich aufgeräumt. Und ich kann nicht behaupten, es würde mich nicht reizen. Trotzdem fühlt es sich falsch an, mein Land zu verlassen und wieder Stallmeister zu spielen. Okay, wer nicht will, der hat schon, ne? Passt auf euch auf, Inquisition. Da draußen ist es übel. Das haben wir gemacht. Da haben wir ein paar Pferde. Sauber. Ich finde das schon ein bisschen eine Frechheit. Ich könnte hier einfach durch das Fenster durch, aber nee, die Türe ist abgeschlossen. Das heißt, ich kann nur rein, wenn ich rechtswidrig da das Schloss knack. Egal. So, das war's leider für heute schon. Es ist schon spät, aber ich denke mal, es war gar nicht so schlecht, was wir alles abgeschlossen haben. Wie immer, kleiner Verweis auf den YouTube-Kanal, in dem der ganze Spaß aufgenommen wird. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal, haut rein und lasst es euch gut gehen. Ciao.